Hallo, liebe Hungrige. Ich weiß ja, die meisten von euch haben natürlich noch die Bikini-Figur, aber die Adventszeit steht ja bevor. Und mal ganz ehrlich, da wird ja doch mal ein Kekslein mehr geknappert. Es schadet also nicht, sich zwischendurch auch mal von Kohlsuppe zu ernähren. Immerhin kann man damit relativ schnell mal ein paar Kilo abnehmen. Die gibt es ja in verschiedenen Varianten. Auch hier bei mir auf dem Kanal findet ihr schon zwei davon. Diese hier habe ich auf dem Blog Kochkarussell entdeckt. Ich bedanke mich dafür und verlinke natürlich auch in der Infobox. Die Zubereitung der Suppe ist ganz einfach und sie schmeckt wirklich super lecker. Und deswegen machen wir die heute mal. Wir brauchen dafür natürlich den Weißkohl, eine Zwiebel und die kann ruhig ein bisschen größer sein, zwei Kartoffeln, zwei mittelgroße oder eine große Möhre, Pizzatomaten, Schinkenwürfel und ich verwende hier die von magerem Schinken. Wir brauchen Gemüsebrühe, optional so als Topping, ein bisschen Joghurt und nur ein Gewürz und zwar geräuchertes Paprikapulver. Ist ein bisschen teurer, gibt es auch als scharfe und mildere Variante. Ist ein schönes Gewürz, lohnt sich wirklich. Wo ihr das herbekommt, auch dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Und wenn ihr gar nicht wollt, verwendet alternativ normalen Paprika. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten und das heißt, der Weißkohl muss in mundgerechte Stücke geschnitten werden. Außerdem werden Zwiebel, Kartoffeln und Möhre geschält. Anschließend werden sie klein geschnitten. Und das gilt für die Möhre genauso wie für die Kartoffeln. Und mit der Zwiebel wird ebenso verfahren. Haben wir alles soweit vorbereitet, geben wir letztere in einen großen Topf. Auch die Schinkenwürfel kommen mit hinein. Und dann wird beides bei hoher Temperatur so für 2-3 Minuten angebraten und wir rühren dabei um. Dann kommt der kleingeschnittene Kohl mit in den Topf. Wir rühren alles mal durch und braten den Kohl wiederum so für 2-3 Minuten mit an. Anschließend ergänzen wir mit allen weiteren Zutaten. Das heißt, die kleingeschnittene Möhre kommt mit in den Topf, genauso wie die Kartoffelstücken. Wir ergänzen mit den Pizzatomaten, geben nun auch vom Paprikapulver mit hinein, einen Teelöffel und dann auch noch einen zweiten. Die Hitze auf mittlere Temperatur reduzieren, alles mal durchrühren und jetzt wird die Brühe angegossen. Und zwar ein ganzer Liter davon. Alles gründlich umrühren, die Temperatur nochmal etwas erhöhen, alles aufkochen. Die Temperatur wieder etwas reduzieren, Deckel drauf und für eine halbe Stunde, also 30 Minuten, köcheln lassen. Zwischendurch trauen wir mal, rühren nochmal durch. Deckel wieder drauf und fertig kochen. Und das war's. Wer möchte, kann natürlich noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer abschmecken. Muss man aber nicht. Wir können diese leckere Suppe auftun. Und wer möchte, bekommt als Topping auch noch ein Löffelchen vom Joghurt dazu. Auch ein bisschen Petersilie kann man noch drüber geben. Ist wirklich eine ganz leckere Suppe. Man kann also auf angenehme Art ein bisschen abnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber mit einem ayurvedischen Rezept, nämlich Khichdi, abnehmen möchtet oder euch das völlig egal ist und ihr lieber knusprige Chicken Nuggets zubereiten wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.